Produktentwickler großflächiger Laserschutz. Entwicklungsingenieur für optische Strahlablenksysteme. Ich bin hier auf der Laser World of Photonics. Das ist die Weltleitmesse für Photonik. Wer irgendeinen Job sucht, der was mit Licht und Laser zu tun hat, der ist hier genau richtig. Denn vor allem Schüler und Studenten haben hier unglaublich viele Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Ich zeig's euch mal. Wir sitzen hier beim Make Light Makeathon, steht oben drüber. Was ist das genau? Genau, das ist, wir sind halt verschiedene Teams und wir sollten uns jetzt einfach ein Projekt überlegen, was auch irgendwie mit Licht zu tun hat. Mhm. Und wir haben jetzt 24 Stunden Zeit, das aufzubauen. Und ja, wir programmieren, wir basteln, wir bauen. Genau. Die komplette Idee. Also ihr habt gerade erst vorhin angefangen. Ja. Ihr werdet jetzt die Nacht durcharbeiten, genau, um dann morgen fertig zu werden. 24 Stunden Zeit. Korrekt. Und ihr erfindet wirklich was Neues. Ja, genau. Also wir haben uns wirklich was überlegt. Cool. Ja. Es ist halt auch eine Chance. Ne? Also man kann wirklich einfach mal frei sein und machen und sich was überlegen. Ja, genau. Man macht einfach. Und es macht halt wirklich Spaß. Und später im Beruf kann ja genauso sein, dass man in einem Team zusammensitzt, irgendwas entwickeln soll, entwerfen soll. Und genau diese Prozesse durchlaufen wir hier auch. Ja, ja. Super cool. Okay, dann lass uns mal weitermachen. Wie gesagt, ihr sitzt ja unter Zeitdruck. Wer etwas größere Projekte machen möchte, der kann sich zum Beispiel beim Bundesministerium für Bildung und Forschung bewerben auf Fördergelder. Da gibt es Projekte im Bereich Quanten und Photonik. Projektträger ist da das VDI Technologiezentrum. Ich gehe jetzt aber zum Bayerischen Laserzentrum, denn da gibt es eine Weltneuheit und das sind blaue Laser. Wieso stehen wir hier? Was ist das hier? Was sehe ich hier? Wir möchten hier das Potenzial der sichtbaren Wellenlängen zum Laserstrahlschweißen zeigen. Dafür haben wir hier einen blauen Laser integriert in unsere Kammer und möchten damit Kupfer schweißen. Und das ist gelb, damit die blauen Wellenlängen des Lasers nicht durchkommen? Genau. Und was ist denn jetzt die Neuerung? Wieso gab es das nicht schon vorher, blauen Laser? Die Systemtechnik ist jetzt erst so weit, dass man eben diese sichtbaren Wellenlängen haben kann mit hoher Leistung und eben auch in guter Strahlqualität. Wie ist das BLZ? Was kann ich da alles machen? Also ich finde es hier super, weil das BLZ ist genauso eine Schnittstelle zwischen der Wissenschaft und der Industrie und bietet eben auch Promotionsstellen. Und ich habe dann Wissenschaft, aber sehr anwendungsorientiert. Klingt gut. Vielen lieben Dank. Gerne. Hier auf der Laser gibt es neben etablierten Unternehmen auch junge Startups. Und das sind quasi die Innovationstreiber der Messe. Eins von diesen Startups ist Epic Beam. Sascha, erzähl mir mal, wie hat das alles angefangen? Wie war die ursprüngliche Entdeckung dieser Technologie? Und kannst du hiermit was anfangen? Oh ja, eine Spaghetti. Das ist genau das Herzstück von unserem Display. Und während meines Masterstudiums habe ich Versuche entwickelt für den Unterricht, um den Zusammenhang zwischen Licht und Farbe den Schülern verständlich zu machen. Und dann hast du entschieden, ich gründe jetzt ein Startup, das mache ich jetzt, das soll eine echte Technologie werden. Was waren denn deine Gedanken da? Ist das nicht total verrückt? Ja, das ist total verrückt. Ich habe mir gedacht, wenn nicht ich als Erfinder diese Technologie mit weiterentwickle, mit meinen Kollegen, wer soll es dann machen? Ich habe gehört, ihr steht gleich nochmal auf der Bühne, ihr werdet was pitchen, ihr seid nominiert als eins von 6 Startup-Unternehmen. Ich drücke dir die Daumen, ich werde dich dabei gleich beobachten und vielleicht könnt ihr einen Preis absagen. Ich gebe mein Bestes. Alles klar, Sascha. Danke. Viel Erfolg, viel Glück. The winner of the Startup Award 2019 is Epic Beam. Hey! Sascha, herzlichen Glückwunsch, alles Gute, ey. Nicht schlecht. Geil. In dieser Box hier befindet sich Schrödingers Katze und diese Box kann man gewinnen, wenn man hier im Quantum Quiz alle Fragen richtig beantwortet und der Schnellste ist. Sag mal los, Level 1. Ich hoffe, es geht halbwegs einfach los. What does not work for stabilizing laser frequency? Müsste zwischen A und B raten. Hey, A ist richtig. Level 2. Okay, ich habe ins zweite Level geschafft. Copenhagen Interpretation. Which of the following is also a possible theory to explain quantum mechanical phenomena? Statistical Mechanics. Ist falsch. Bohmian Mechanics. Ich bin trotzdem ins dritte Level gekommen. Jetzt wird es wahrscheinlich richtig schwierig. Spin half particles requires a similar number of parameters as there are protons in the whole universe. Was? Ich habe keine Ahnung. Ich werde einfach mal blind raten, dass es 300 sind. Ich habe 8 von 9 Fragen richtig beantwortet. Cedric. Und ich bin im Scoreboard auf Platz 15. Das ist doch okay, oder? Okay, das war sie also. Meine Laser World of Photonics 2019. Ich habe wieder unglaublich viel gelernt, konnte Dinge ausprobieren, ich konnte sogar basteln und ich kann euch nur dringend ans Herz legen, wenn ihr irgendwas mit Licht und Lasern zu tun habt, dann kommt 2021 nach München zur nächsten Laser. Das war's von meiner Seite. Ich werde mich jetzt hier auf der Messe noch ein bisschen umgucken und sage wie immer, bleibt neugierig, euer Cedric.